und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, in der letzten Folge haben wir schon ausgegraben unsere Lagerhalle, also zum Großteil ausgegraben. Und haben auch schon einmal unsere Felder abgeerntet. Die sind jetzt fast auch, die ist auch schon durch wieder. Ist schön, so. Jetzt müssen wir hier eigentlich noch weitermachen. Ich bin zurzeit noch am Überlegen, ob ich hier drin erstmal weitermache oder ob ich unsere Felder aufbaue. Ich bin mir noch sehr unschlüssig, was das angeht. Ich glaube, wir machen hier erstmal ein bisschen weiter. Ungefähr die Hälfte von der Folge, wenn überhaupt. Und dann bauen wir unsere Felder weiter an, damit ein bisschen Abwechslung drin bleibt und es nicht so öde wird. Mir hier die ganze Zeit beim Steine abgrasen, dazu zu schauen. Wie gesagt, ich habe ja nun auch nicht die beste Spitzhacke. Das ist ja da auch das nächste Problem gleich. Hellgrüner Stein, den braucht man nun auch nicht. Also, glaube ich jedenfalls noch nicht, dass wir den jeweils brauchen werden. So. Zack, 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 zack. Ja, wir haben vergessen, uns eine Schaufel zu machen. Ist mir gerade eingefallen. Deshalb könnten wir eigentlich dann gleich noch mitmachen. Ich hoffe, wir sind jetzt gerade nicht zu weit hintergegangen. Das sollte jetzt eigentlich so passen. Schauen wir mal, wie weit wir hinterkommen. Ich glaube, das ist genau richtig rausgekommen. Jo, sieht super aus. Ja, das wird hier noch ein Unterfangen werden, wenn wir das dann noch ein bisschen größer machen möchten. Ja, boah, boah. So. Zack, zack. Das leuchtet man dann auch gleich noch ein bisschen aus. Also ich würde es jetzt erstmal ungefähr in der Größe lassen. Kneis passt zu Kneis. Ja. Machen das erstmal zu hier. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich will es erstmal schön haben. So. Oder? Ne, wir gehen noch eins hinter. Damit wir hier oben dann nichts auffüllen müssen. Na gut, wir gehen doch keins hinter. Wir gehen uns erstmal ein paar Spitzhacken machen. Wie viel ist hier? Oh, zwei Stück. Auch schön. Sehr schön. Überhaupt kein Eisen mehr. Das ist super. Aber wir haben noch eine Spitzhacke dafür. Spitzhacke. Ja, super. Cool. Zack. Dann machen wir uns erstmal aus Gneis, Pflasterstein, ein paar Spitzhacken. Das geht zum Glück. Ich denke mal drei an der Zahl. Und dann mal noch 1, 2, 3 Steinschaufeln. Zack. Okay. Huch. Da kommst du mit. So, hier müssen wir auch immer noch irgendwie was machen, damit die Tür automatisch zugeht. Ich mag das nicht, wenn die immer so aufsteht. Und ich vergesse es bloß immer. So. Dann leuchten wir das erstmal alles ein bisschen aus. So, hier hinten müssen wir nie ran. Da hinten müssen wir nicht ran. Hier müssen wir, denke ich mal, auch nicht mehr ran. Und hier auch nicht mehr. So, da haben wir das alles jetzt ein bisschen ausgeleuchtet, damit ihr da auch noch etwas seht. Zack, zack, zack. Ja, und dann müssen wir das, wie ja schon bereits gesagt, alles noch mit Marmor auskleiden. Aber das werden wir jetzt nicht machen. Das werden wir dann, wenn wir so viel Marmor dann haben, dann machen wir das. Also wir müssen das ja jetzt nicht überstürzen. Ich möchte einfach zurzeit erstmal nur einen Raum haben, wo wir unsere ganzen Sachen ablegen können. Und das nicht gerade in unserer Wohnung machen. So, dann haben wir nämlich die Wand jetzt auch noch fertig hier. Zack. Gut. Ja, das reicht jetzt erstmal auf jeden Fall von der Größe. Das muss noch weg. Na. Ja,
Müssen wir uns auch noch Gedanken machen, wie wir das an das Haus dann anbinden werden. Ob wir das mit einer Leiter machen oder mit einer richtigen Treppe. Ich bin eigentlich immer für richtige Treppe, weil sieht besser aus, finde ich. Wie gesagt, ich gehe ja auch nicht in meinen Keller mit einer Leiter. Ich gehe ja auch die Treppen runter. Das sollte dann vielleicht auch in Minecraft so sein, dass man hier vielleicht eine schöne Treppe hinzimmert. Wie man die macht, ja, gut, da müssen wir nochmal schauen. So, jetzt machen wir erstmal die Erde weg hier. Klingt wie Sims 4, oder? Oder Sims generell? Ja, das ist Sims. 100% Sims ist das. Auch immer noch eine Maßnahme Sims als Let's Play, wobei ich sagen muss, das Sims 4 gefällt mir überhaupt nicht. Das macht mir auch keinen Spaß irgendwie. Ich fand immer noch das Sims 2 am besten von den ganzen Sims, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Auch wenn mich dafür vielleicht manche lynchen werden. Aber es ist meine Meinung, also ich finde wirklich Sims 2 mit allen Add-ons war echt cool. Zumal bei Sims 2 die Add-ons plus maximal 20 € gekostet haben und nicht wie heutzutage bei Sims 4, wo man da auch gleich mal einen Fuffi hinlegt. Also das sehe ich gar nicht ein für eine Erweiterung, von der man nicht so viel hat. Ich sehe es ein, wenn man für eine Erweiterung 50 € bezahlt bei zum Beispiel World of Warcraft, wo dann wirklich richtig viel neuer Content dazu kommt. Aber das ist ja bei Sims ist kommt guter oder neuer Content dazu, aber es rechtfertigt niemals 50 €. Ups, yeah, mein Popschutz haut gerade ab. So. Ich hoffe, das hört sich jetzt wirklich ein bisschen besser an mit dem Popschutz. Ich habe es mir noch nicht angehört, die vorhergehende Folge. Ich nehme ja gleich durchgängig hier mal ein bisschen auf. Ich hoffe, das passt so. Badio, badu badi. Das ist schon doch relativ groß. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es das so riesig wird. Aber okay. Warum nicht? So. Ja, dann machen wir das jetzt in der Folge noch fertig hier und gut ist. Die andere Richtung können wir dann später auch noch buddeln. Also da können wir auch unser Lagerhaus noch erweitern. Nach unten können wir auf jeden Fall erweitern. Wie gesagt, da muss ich erstmal schauen, wie ich das am besten mache. Nach unten. Wie gesagt, da haben wir ja freigelassen unter unserem Feld. Da könnten wir eigentlich super ein Riesenlagerhaus hinbauen. Aber vielleicht können wir da auch noch mal extra Felder hinbauen mit künstlicher Beleuchtung. Mal schauen. Aber zuerst brauche ich wahrscheinlich dann mal richtiges Werkzeug hier, wie gesagt, mit diesen Steinsachen. Das ist einfach nur nervig, muss ich sagen. Das dauert ja ewig, bis man hier was abgebaut hat. Was ich früher an Sims 2 gesuchtet habe, das war so cool. Das hat so mega Spaß gemacht. Wo man noch sein eigenes Autohaus erstellen konnte, eigenen Laden. Ich glaube, das geht mittlerweile auch, so einen eigenen Laden im Haus drin hat. Ich weiß nicht, vielleicht kommt ja mal Sims 2 als Let's Play. Komm, bau jetzt ab. Das wäre natürlich mal eine Maßnahme. Schups. So, wir haben gesagt, wir gehen in die Höhe. Also können wir das hier noch abbauen. Und da haben wir nämlich gleich ein ganzes Stück,
von unserer Decke. Weil das Marmor so gefällt mir eigentlich jetzt nicht so. Was haben wir denn noch so? So. Was haben wir noch? Das passt nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Das haben wir ja schon im Boden eigentlich hier. Ich weiß nicht, machen wir das so oder machen wir was anderes? Ah! Upp. Weil das so vielleicht am besten noch mit aussieht. Ja, mal schauen. Ich bin gerade überlegen. Was haben wir noch so zur Auswahl? Das große. Ach nee, das große haben wir für den Boden. Die? Nee. Naja, müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Irgendwo ist hier eine Höhle unten drunter. So. Da haben wir das in der richtigen Höhe. Sieht eigentlich alles schön aus. Das Marmor. Ja, mit dem Chisel brauche ich ja nicht anfangen. Das Marmor nehmen wir mit. Das wäre ja sonst verschwendet, was man, wenn wir das ja einfach so rumliegen lassen. Na komm. Du. Sagt, Marmor brauchen wir auf jeden Fall immer wieder. Das da oben nehmen wir dann mit. Irgendwann. Vielleicht, wenn wir es nicht vergessen sollten. So. Zack und zack. Na komm. Also da, wo wir rankommen, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, da kommen wir natürlich jetzt gerade nicht ran. Aber klar. Naja, müssen wir halt doch mal ein Stück mehr abbauen. Was soll's. So. Den Rest lasse ich jetzt oben, ist mir egal. Also hier außen sieht das Marmor irgendwie besser aus, finde ich. Kann man bei der Stufe eigentlich auch was ändern? Nee, kann man nicht. Ah, schade. Hellgrüner Stein, was ist das, was hier rumliegt? Ist auch Marmor? Hellgrüner Stein hier weg. Marmor, ja. Das Marmor. Wir tun das Marmor jetzt erstmal wieder zurückformen alles. Dass wir hier wieder ein bisschen Platz im Inventar haben. Das ist, glaube ich, von Banish, das Lied. So, und dann könnten wir eigentlich hier auch zwei rübergehen. Und zwei hier rein. Zack. 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 Das dauert so ewig, das abzubauen. So, und, dann und jetzt brauchen wir wieder das Marmor, was wir jetzt gerade wieder weggemacht hatten. Das war, ich glaube, Marmor mit großen Tellen. Marmortafel. Marmortafel, genau. Zack. Und das hier ein bisschen umlegen. Und dann machen wir hier uns einen schönen Weg rein. Ups. Und auf der anderen Seite nochmal genau dasselbe, damit das alles ein bisschen schön aussieht. Zack. Also ich, ihr werdet euch vielleicht auch fragen, warum ich hier bei diesem Weg hier hin zu, warum ich da Marmor genommen habe und nicht einfach Erde oder so, hat den einfachen Grund, ich baue ungern mit Erde Wege. Ich mag das irgendwie nicht, sieht mir so billig aus, also bleh. Mag ich nicht, will ich nicht. So, dann machen wir das hier noch fertig. Jups. Zack. Und da sieht das schon mal ein bisschen anders aus. Sieht gar nicht so schlecht aus, denke ich mal. Hier machen wir jetzt normales Marmor ran. Okay. Marmorstufe, Rohmarmor.
Ja, also wir machen das hier noch weg. Zack. Das hier noch weg. Und dann machen wir noch die Wand so ein bisschen mit Marmor. Das sieht auch eigentlich immer ziemlich cool aus, muss ich sagen. Wir haben dann noch eine Zweiertreppe, die wir runtergehen könnten. Ich denke, das reicht. Wie sieht das aus? Weiß ich nicht. Muss ich sehen, wenn ich fertig bin. Moment, ich schau mal. Ja, gut. Passt zum Boden auf jeden Fall. Ja, gut. Lass mal erstmal so, würde ich sagen. Haben wir jetzt sowieso nur noch 7 Stück. Eins. Können wir das ja trotzdem schon fertig machen. Also müssen wir ja nicht ewig warten. Zack. So, gut. Okay, da hätten wir das jetzt. Setzen das eine Teil noch her, sammeln den Rest auf und machen dann weiter. Wir gehen jetzt erstmal hoch, unseren Müll abliefern. Und dann würde ich sagen, bauen wir unser Feld weiter. Mist, wir müssen erstmal wieder hier ein bisschen Eichenholzbretter. Ups. Machen wir einfach mal 2 für unsere ganzen Rohstoffe, die wir jetzt zur Zeit sowieso nicht brauchen. Ich stelle mal erstmal hier mit dran. Hellgrüner Stein. Gneis. Das weg. 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 Weg, weg. Erde. Gut, die Erde brauchen wir dann jetzt erstmal. Haben wir genug, denke ich, erst einmal. An Erde. Und wie gesagt, hier müssen wir auch noch was machen bei dem Aufgang. Das gefällt mir noch nicht so richtig mit den Grünen. Das sieht alles noch ein bisschen bläh aus. Also richtig bläh. So, dann machen wir jetzt unser Feld in den letzten 4-5 Minuten noch ein bisschen weiter. Und dann geht es irgendwann auch mal an das Ausrüsten von unserem Lagerhaus. Erstmal nur was hinstellen, damit wir das machen können. Ach, ich bin schon wieder an meinen Popschutz rangekommen. Irgendwie rutscht der heute. Ja, dass wir schon mal ein bisschen was einlagern können zumindestens. Aber das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Wie gesagt, da habe ich mir ein bisschen was vorgenommen noch. Ah, jetzt bauen wir erstmal hier unsere Felder fertig. Ich weiß auch noch nicht bei den Feldern, ob man da... Jetzt ist auf einmal die Musik wieder so laut. Ob man da vielleicht bis dahinter gehen und das alles eben ziehen. Ach, ich glaube fast nicht. Wir lassen es erstmal so, wie es jetzt ist. Schauen, wie weit wir kommen mit unseren Sachen. Und wenn nicht, können wir ja noch expandieren. Au. Ach, so geht es gleich viel besser irgendwie. Ja, ist auch egal, wenn wir mal eins tief gehen. Mein Gott, das ist mir doch egal. Wir haben da aus Versehen mal so einen Pipbus da runterhängen lassen. So. Hätten wir das, müssten wir jetzt hier noch bauen. Da lasse ich gleich mal frei für den Weg. Also hier das Stück, da lassen wir den gleich erstmal für den Weg frei. Mal schauen, dass ich ungefähr auf die gleiche Höhe komme. Fehlt noch eins. Ja, wie gesagt, da müssen wir uns auch noch mal ein schönes Haus bauen. Ah, das müssen wir alles noch tun, irgendwann. Ja. Das ist jetzt World of Warcraft, glaube ich. Hört sich jedenfalls so an.
läuft ja derzeit auch mein Let's Play. Ja, das ist World of Warcraft, glaube ich. Krass, wenn man die Lieder so wirklich hört, dann weiß man ungefähr, aus welchem Spiel die kommen. Aber komischerweise, wenn ich bei Leuten zuschaue und die haben Musik laufen, Ingame-Musik, also solche Musik laufen, dann denke ich mir immer, hä, woher wissen die das, was das für ein Spiel ist? Aber ja, irgendwie klappt das wirklich. Scheint man wirklich zu wissen, welches Spiel das ist, das gerade die Musik spielt. Ja, wie gesagt, World of Warcraft läuft ja zurzeit bei mir auch. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein ganzes Stück haben wir da vor uns, bis wir da 100 sind. Da könnt ihr ja auch gerne mal reinschauen. Ist vielleicht nicht jeden seins, das Spiel, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und es macht auch Spaß aufzunehmen, das Spiel. Und ich denke, das kann man auch bis 100 auf jeden Fall machen. Also das werden mal ein paar Folgen. Und wie gesagt, ich möchte es ja dann auch nicht sofort abbrechen. Ich möchte ja dann erst einmal noch ein paar Erfolge mit euch zusammen sammeln. Und dann schauen wir da weiter, wie es da weitergeht. Aber also bis dahin dauert es auf jeden Fall noch ein wenig. Na. Hallo. Ah! Zack. Und ja, dann habe ich das nächste Spiel, was ein Together werden wird, denke ich. Kann ich vielleicht jetzt schon ankündigen, dass ich das ab Sonntag aufnehmen werde als Together. Und wird auf jeden Fall Dead by Daylight werden. Weil das macht mir auch relativ viel Spaß. Und ja, da schauen wir einfach mal, ob das vielleicht ein Spiel ist, was man längere Zeit Let's Playen kann oder ob das mal so ein paar Folgen werden, mal so 20 Folgen maximal. Mal schauen. So, haben wir es ja gleich geschafft. Sind wir ja gleich drüben. Super. So, super, 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 super. Grasgarten, den nehme ich mit. Den müssen wir sowieso was hinbauen. Ups, da fliegen sie sonst wohin. Wo ist er hin? Hallo? Habe ich jetzt zwei Grasgarten aufgenommen? Hä? Ja, zwei Stück aufgenommen. Das sah so aus, als wäre er jetzt irgendwo weggeflogen. Das sah komisch aus, auf jeden Fall. So, hier haben wir noch ein Bäumchen, was wir wegmachen. Ja, ich weiß, das sollte man nicht machen, mit der Schaufel hier Blätter wegmachen, aber hey, ich warte jetzt nicht, bis sie alle despawned sind. Ich will auch irgendwann mal fertig werden hier. So, haben wir noch Erde? Natürlich nicht. Die letzten paar Tröpfelchen, Mann. Leute, ich muss hier mal ein bisschen was abernten. So. Ist ja nicht viel, was ich hier brauche. Das sollte eigentlich jetzt schon reichen, 8 Stück. Dann enden wir genau hier. Das ist super. Oh, na gut, 8 Stück reichen nicht. Ich sehe es schon. 3, so. 4 Stück noch. Naja, die kriegen wir jetzt auch noch. 1, 2, 3, 4. So. So. Da haben wir unser Feld auf jeden Fall schon mal gemacht. Hier müssen wir noch was rüberziehen. Die Seite ist fertig. Ist ja ein guter Schnitt, würde ich sagen. Da sind wir ja in der Folge komplett mit unserem Lagerhaus fertig geworden. Zumindest mit dem Aushöhlern.
Und auch mit unserem Feld. Na, das ist doch super. Da werde ich dann in der nächsten Folge dann eigentlich die Felder soweit bestücken, denke ich. Damit wir dann zeitnah ernten können. So, Klappe zu. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao, ciao.